mehrere ja, Vereine und Initiativen. Zum einen die Stepa Kreuzberg San Rafael del Sur und ja, der lateinamerikanische Verein Tejo. Die Städtepartnerschaft Kreuzberg San Rafael del Sur, die sind fast jedes Jahr hier mit dabei. Den Verein gibt es seit 1986, also schon sehr, sehr lange. Und Tejo, diesen Verein gibt es seit 1997, wurde in Chile gegründet und wir schauen uns jetzt die Performance an. Das war die Performance von Agua y Tejo. Mit dem Motto Tejo y Agua, was so viel heißen soll wie Dächer und Wasser, sind sie angetreten. Und hier sieht man auch ganz schön diese kleinen blauen Pappkostüme, die sie haben. Das sollen Notunterkünfte sein. Denn die lateinamerikanische Tejo NGO, die ist dafür bekannt, dass sie eben genau da Notunterkünfte aufbauen. Und wir haben das beste Wetter dafür tatsächlich. Und vor allem auch die Gruppe hat sich auch wieder was ausgedacht. Die Gruppe davor hatte Konfettikanonen. Die sind hier jetzt zum Schluss nochmal mit ihrem Auto richtig durchgedreht. Es sah ein bisschen aus wie ausgerutscht, aber sie haben einfach einen U-Turn nach dem anderen gemacht. Genau, und Magnus und Esra haben sich jemanden aus der Gruppe geschnappt zum Interview. Und ich glaube, wir können direkt... Wir haben einmal das Haus von Tejo, das sind Notunterkünfte, die Tejo in La Ganz Lateinamerika baut. Und den Bus, der die langjährige Städtepartnerschaft mit Kreuzberg und San Rafael del Sur in Nicaragua repräsentiert. Wozu auch die Schilder dienen, zu der um die aktuelle Situation in Nicaragua aufzurufen. Dankeschön, wunderbar. Viel Spaß noch. Fahrt vorsichtig. Viel Spaß. Und jetzt...